Das ist der Deutschlands neuer Handball-Bundestrainer, der Isländer Dagur Sigurdsson. Ehemaliger Weltklasse-Handballer mit 215 Länderspielen und fast 400 Toren. Zurzeit ist er noch Trainer bei den Füchsen Berlin. Und wie fühlt er sich jetzt? Sehr, sehr gut. Stolz. Weiß, dass meine Familie auch stolz ist. Ich muss mich natürlich auch bedanken vom Füchse Berlin. Mitgemacht. Die Unterstützung aus der Bundesliga auch, macht mir auch stolz. Doch die neue Aufgabe hat es in sich, denn seinen jetzigen Trainerjob in Berlin behält der 41-Jährige vorerst. Bis Juli 2015 wird Sigurdsson eine Doppelfunktion ausüben. Kein Problem für den DHB. In der Abwägung einerseits der Gründe, der Kompetenzen, die der Trainer hat, und in der Aussicht, dass die Doppelfunktion nur 10 Monate dauert, haben wir gesagt, für diese Übergangszeit, für diese relativ kurze Übergangszeit, ist es hinnehmbar. Andere haben diesen Job deshalb sogar abgelehnt. Doch Sigurdsson wollte ihn und er weiß genau, was auf ihn zukommt. 2 Jahre lang war er einmal Trainer von Österreich und den Füchsen Berlin. Dagur Sigurdsson vereint eine ganze Menge von diesen sportfachlichen Qualifikationen auf sich. Er war als Spieler auf einem hohen Niveau international dabei. Er hat sehr erfolgreich auch eine Verbandsmannschaft trainiert. Er hat natürlich mit den Füchsen hervorragende Arbeit geleistet. Die Ziele sind auf jeden Fall hoch angesetzt. Im Herbst beginnt die Qualifikation für die Europameisterschaft, im Januar dann die WM in Katar. Nebenbei die Bundesliga. Wenig Zeit also bei vielen Erwartungen. Und? Die andere Aufgabe ist, die Mannschaft kennenzulernen, zu fühlen, wie sie tickt und die richtigen Entscheidungen zu treffen, um mittelfristig den Kader zusammenzustellen, der dann über Jahre erfolgreich miteinander Handball spielen kann. Sein Debüt als Bundestrainer bestreitet Sigurdsson im Herbst gegen die Schweiz. Da gilt es zu gewinnen. Und der 41-Jährige hat auch schon eine Taktik. Erstmal Führungsspieler finden, die Erfahrung haben und Charakter haben, um diese Mannschaft zu führen. Und dann werde ich schauen, welche jungen Spieler uns helfen können. Qualifikation für die EM, ein gutes Ergebnis bei der WM und die Teilnahme bei Olympia 2020. Die Wünsche sind klar, jetzt muss nur noch auf dem Feld alles rundlaufen.